Gosling, größter Betrug im deutschen Fernsehen. Hey, Jonas hier. Dieses Video wird wieder von Marcel aus unserem Team gesprochen. Ich bin nächste Woche wieder am Start. Liebe Tatsumi. Es ist der Abend des 4. März 2017. 3 Millionen Menschen in ganz Deutschland sitzen vor ihren Fernsehern. Die Verleihung der Goldenen Kamera ist in vollem Gange. Die deutsche Medienelite hat sich für dieses... Wer sind diese Menschen? Warum bin ich nicht da? Ich bin in den Medien und ich bin... Ne, ich bin nicht wirklich elitär. Ich bin ein kleiner random Streamer. Wo ist Frederik H.? Warum ist da nicht Frederik H., Basti GHG, Eli Geller und Reefed? Prestigeträchtige Event versammelt. Auch international... Den kenne ich. Das ist der Typ aus, der eine Soldat aus Game of Thrones. Nationale Stars sind mit dabei. Nicole Kidman, Colin Farrell und Jane Fonda sitzen im Publikum. Die Spannung ist kaum auszuhalten, als der Preis für den besten internationalen Film La La Land vergeben wird. Hat die Goldene Kamera es wirklich geschafft, einen der Hauptdarsteller des Films... Oh, es geht um ihn! Ach so! Aber hat er nicht in dem Bild, war sein Gesicht ein wenig breiter? Ryan Gosling nach Hamburg zu bekommen. Steven Gätchen moderiert den Schauspieler an. Hier ist the one and only Ryan Gosling. Der Rest ist Fernsehgeschichte. Er war es gar nicht. Es war ein Body-Double. Er war gar nicht vor Ort in Hamburg. Right? Das ist der Twist. Ihr könnt das Video ausmachen. Ich hab alles durchschaut. Meinem glasklaren Blick, der einfach durch alle Tricks hindurchsieht. Liebe nochmal an dich, lieber Tatsumi, für die 50er-Bombe. I'm Ryan Gosling. Joko und Klaas ist Fernsehgeschichte. I'm Ryan Gosling. Joko und Klaas haben einen Fake Ryan Gosling in die Preisverleihung eingeschleust. Goslinggate macht weltweit Schlagzeilen. Ich bin so klug. Dies ist die Geschichte des größten Betrugs im deutschen Fernsehen. Und dass das funktioniert, das ist einfach richtig krass. Aber was war jetzt der Betrug? War der Betrug... War es ursprünglich ein Witz von Joko und Klaas, ihn einzuschleusen? Oder haben sie es geschafft, ihn einzuschleusen? Und das war dann wurde er verwirrt. Video gucken, Tolkien. Aufhören, dumme Fragen zu stellen. Auf Awards Shows. Nein, Jonas für die Bits, Mann. Vielen Dank von Anna Montana. Erleiden diverse Dankeschön. Berufsunfälle. Vielen lieben Dank. Egal ob Promi oder nicht, es kann Sinn machen, sich für den Fall einer Berufsunfähigkeit abzusichern. Hier kommt Clark ins Spiel. Jedes Clark Video. Kann sich zu dir für sich mit dem Hochladen Kameras für besondere Leistungen in Film und Fernsehen verliehen. 1985 wurde die Preisverleihung das erste Mal im Fernsehen ausgestrahlt und war ein Riesenerfolg. 1990 sahen über 12 Millionen Menschen die Veranstaltung. Die Goldene Kamera hat für viele denkwürdige Momente gesorgt. 2006 erhielt Rudi Carrell wenige Monate vor seinem Tod zum Beispiel eine Auszeichnung für sein Lebenswerk. Die Moderatorin Monika Lierhaus gewann 2011 einen Ehrenpreis, nachdem sie 2 Jahre zuvor nach einer OP für mehrere Monate im Koma lag. 2017 ist die Goldene Kamera allerdings längst über ihren Zenit hinweg. Annette Frier und Matthias Matschke kündigen hier tanzend die beste Schauspielerin Deutschlands an. Den Zuschauern steht die Fremdscham ins Gesicht geschrieben. Zu diesem Zeitpunkt wissen sie noch nicht, dass ein falscher Hollywood-Star den Abend retten wird. Springen wir ein paar Monate zurück. Die Moderatoren Joko und Klaas und ihr Zirkus hat... So gefühlt, Leute aus einem anderen Medium, Fernsehen, wollen sich das einverleiben, was sie nicht können. Eine Kunst, die nur wenige Menschen beherrschen, und zwar den TikTok-Tanz. Und wenn sie das so TikToker gemacht hätten, dann wäre das bestimmt bei der Zielgruppe gut angekommen. Aber jetzt kommt es ja bei niemandem gut an, weil es keine Zielgruppe gibt, weil die haben ja keine TikTok-Audience. Heißt, die anderen Menschen finden es eh seltsam, so wie andere Leute, ne? Und es ist einfach weird. Für alle Beteiligten. Ist einfach nur seltsam. Du musst dafür TikToker sein, das wäre dann klug. Ey, danke der Zoplauf für den 16. Danke, Mann. Vielen lieben Thanks, Tatsumi. Nochmal einen Schluck Wasser auf Tatsumi. Danke dir, Bro. Legali-Team beschließen, der Goldenen Kamera einen Star zu schenken. Sie schmieden einen Plan. Ein Mann spielt dabei eine ganz besondere Rolle. Mein Name ist Ludwig Lehner. Ich bin Koch aus München und nebenbei Ryan Gosling-Double. Die Goldene Kamera vergibt regelmäßig Preise an internationale Stars. Meryl Streep, Daniel Craig, Clint Eastwood, Robert De Niro. Joko und Klaas sind sich deshalb sicher, dass Ryan Gosling mit offenen Armen empfangen werden würde.
La La Land erscheint Ende 2016 und wird zum Kassenschlager. Im Februar 2017 wird der Film mit 7 Golden Globes und mehreren Oscars ausgezeichnet. Ryan Gosling spielt eine der beiden Hauptrollen im Film. Das kann die goldene Kamera sich nicht entgehen lassen. Aber wie vermittelt man einen hochkarätigen Hollywood-Star? Joko und Klaas geben sich als eine renommierte PR-Agentur namens Konrad Herz. Aber es ist Betrug, ist aber ist doch ein geiler Witz, wenn die das halbwegs offen am Ende kommuniziert haben, no? Also die trollen jetzt einfach. Die trollen jetzt komplett, dafür sind die beiden ja auch bekannt. Also ist auch keiner lustig, oder nicht? Also, je nach, also wenn die auch gesagt haben, der kommt auf die Bühne und der kann ja kein Englisch. Das ist ja schon bei den ersten 2 Sätzen auffällig gewesen. Und Gravemann aus. CHG kann dabei natürlich auch für Zirkus Halligalli stehen. Sie bauen eine Website mit authentischem Star-Portfolio und kontaktieren dann die goldene Kamera. Ryan Gosling sei im März für einen Werbedreh in Deutschland und könne gerne bei der Preisverleihung vorbeischauen. Die Mail unterzeichnen sie als Katharina Dolus. Dolus ist Latein und bedeutet Betrug oder Täuschung. Die goldene Kamera beißt an. Wird da eben wirklich nur schnell reinhuschen, sag ich mal. Ja oder nein? Wir haben angebissen. Das ist doch voll geil. Es gibt ein Problem. Ryan will natürlich nur an der Veranstaltung teilnehmen, wenn er auch einen Preis verliehen bekommt. Colin Farrell soll aber bereits bester internationaler Schauspieler werden. Ein paar Telefonate später findet sich eine Lösung. Ryan Gosling bekommt stellvertretend für das gesamte La La Land Team die Auszeichnung Bester Film International. Joko und Klaas sind ihrer goldenen Kamera zum Greifen nah. Das Einzige, was mir so durch den Kopf ging, bis zum Tag X, hoffentlich geht das alles gut, weil man weiß ja nicht, wie es ausgeht. Das Zirkus Halligalli Team mietet eine Suite in der Nähe des Veranstaltungsortes in Hamburg. Dort gehen sie nochmal alles durch. Ryan taucht in der Mitte der Veranstaltung auf. Kein roter Teppich, keine Interviews, eigene Sicherheitskräfte. Direkt in die Garderobe, dann mit Sidestep auf die Bühne, goldene Kamera einsacken und abhauen. Dann ist es soweit. Sie fahren mit einem Van zum Veranstaltungsort. Ist doch voll geil, wenn deren scheiß Saftladen entblößt wird, wenn die einfach nur, weil er vorbeikommt, ihnen einen Preis verleihen. Was ist das für ein nutzloser Preis? Kriegst du aber einen Preis, weil du einer von bekannten Gesichtern bist, die hingekommen sind oder was? Lächerlich. Was, Betrug, voll cool. Troll die mal weiter und deck das auf, ist doch voll scheiße. Voll cool. Ludwig hat eine dicke Winterjacke an, auch gemacht, die Kapuze, wenn ich dafür die Möglichkeiten hätte, wie die beiden Superstars hier, Joko, Klaas. Gezogen. Sie machen sich auf den Weg zur Garderobe. Dafür müssen sie an etlichen Menschen vorbei und sogar einen Fahrstuhl benutzen, in dem sie ganz eng mit Mitarbeitern der goldenen Kamera beisammenstehen. Doch Ludwig wird nicht enttarnt. Man muss ja auch dazu sagen, ich hatte ja eine riesen Entourage. Also ich hatte einen Haufen Sicherheitsleute um mich rum, dass auch keiner auf die Idee kam, herzukommen und sagen, hey, du bist doch der echte Ryan Gosling. Dann geht es hinter die Bühne. Ludwig steht direkt hinter Thomas Hermanns, dem Creative Director der Verleihung. Bevor es auf die Bühne ging, das war so der schrecklichste Moment. Weil zu dem Zeitpunkt hast du dann eigentlich schon realisiert, hey, das Ding könnte funktionieren. Wir könnten es wirklich auf die Bühne schaffen. Und jeder Schritt zu dieser Bühne hin fiel mir einfach auch immer schwerer, weil ich mir gedacht habe, oh mein Gott. Und du hast ja auch Angst, du weißt ja nicht, was passiert. Steven Gätchen moderiert La La Land an. Ludwig steht im Dunkeln vor der großen Tür zur Bühne, als Ausschnitte des Films gezeigt werden. Und dann ist es soweit. The one and only Ryan Gosling. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er sieht ihm auch nicht so ähnlich, no? Und widme Joko und Klaas. Wir sind auch, kennen die sich nicht? Die kennen sich doch. Diesen Preis, herzlichen Dank. In Hamburg sagt man Tschüss. Ludwig verliert keine Zeit. Er dreht sich um und eilt mit schnellem Schritt. Tschüss. Geil. Was ein Macher. Ludwig verliert diesen Preis, herzlichen Dank. In Hamburg sagt man Tschüss. Was ein Macher, dieser Ludwig. Man würde auch mal denken, dass die irgendwas davon rehearsen würden vorher, ne? Aber er kommt einfach rein und keinen Tag vorher irgendwas geprobt, einfach rein. Ludwig verliert keine Zeit. Er dreht sich um und eilt mit schnellem Schritt von der Bühne. Das Team und Ludwig hetzen aus dem Veranstaltungsgebäude. Es ist vollbracht. Der Preis ist in den Händen von Zirkus Halligalli.
Für die Goldene Kamera ist der Skandal eine unfassbare Blamage. Nicht nur konnte sich Fake Ryan bis auf die Bühne der Preisverleihung schleichen, ohne dass es jemandem auffällt, für ihn wurde sogar eine ganz neue Kategorie eingeführt. Scheinbar nur, damit man mit einem weiteren internationalen Hollywood-Star prahlen kann. Bullshit. Am nächsten Tag spricht ganz Deutschland vom Gosling-Gate. Der Hashtag und etliche Memes verbreiten sich im Internet. Auch im Ausland wird die Story aufgegriffen. That's not Ryan Gosling. It's a giant hoax. Here's the real Ryan. And here's the guy who fooled the producers of the award show in Germany. Kleine He's actually a cook named Ludwig Lehner. Die Daily Mail, das Time Magazine, der Hollywood Reporter. Sie alle berichten von der Aktion. Der amerikanische Talkshow-Host Conan widmet dem Prank einen Sketch. But watching that clip, I have to tell you, made me question whether or not maybe I could have been fooled as well. Das muss auch noch sein. So I went back and I looked at some of the interviews I've done. Maybe it's possible. Take a look. Welcome Ryan Gosling! Der Einzige, der sich nicht dazu äußert, ist der echte Ryan Gosling. Ende 2017 wird er allerdings in einem Bild-Interview gefragt, was er von seinen deutschen Doppelgängern hält. How do you feel about that? How do I feel about that? Your replica. You feel flattered? Yeah. And yet somehow very uncomfortable. That's right. Kurz nach dem Skandal kündigt die Goldene Kamera an, dass sie ihr Sicherheitskonzept grundlegend überarbeiten will. Außerdem müssen Joko und Klaas ihre gestohlene Goldene Kamera wieder zurückschicken. 2019 wird verkündet, dass die Goldene Kamera eingestellt wird. Aus mehr als 10 Millionen Zuschauern in den 90ern wurden deutlich unter 3 Millionen im Jahr 2019. Weil das ist ja nicht Goldene Kamera, das liegt ja generell am Fernsehen, right? Es wird ja immer weniger. Es gibt ja mittlerweile andere Möglichkeiten, sich zu unterhalten. Zum Beispiel Twitch bei Tolkien-Leuten. 2020 soll die Goldene Kamera das letzte Mal ausgestrahlt werden. Oder YouTube der Termin wurde dann aber aufgrund der Pandemie verschoben und die Verleihung fand bis heute nicht statt. Der 2017 eingeführte Goldene Kamera Digital Award, für den wir 2019 übrigens nominiert waren, wurde zuletzt 2020 verliehen. Zirkus Halligalli und Ludwig haben für ihre Aktion nicht die Goldene Kamera, dafür aber eine andere Fernsehauszeichnung erhalten. Also das ist jetzt der Grimme-Preis im Bereich Unterhaltung und den haben wir dann dafür bekommen für unser Gosling-Gate. Und das war schon ein sehr schöner Moment in meinem Leben. Preisverleihung. Es hat so was Absurdes, finde ich. Es hat so was wie How I Met Your Mother, Barney Playbook. Erstell eine Fake-Website, mach da ganz viele Hollywood-Stars drauf, schreib, dass du eine Agentur bist und dann trifft die Lady und machen was, dann gewinnen den Preis und was auch immer. Das hat so richtig Absurdes, Filmi. Das ist wie so die How I Met Your Mother-Folge mit dem Mattenhorn-Dude. Das ist richtig dumm. Aber voll geil, dass es geklappt hat. Ich feier das. Natürlich mit den Ressourcen von Joko und Klaas mit Zirkus Halligalli wahrscheinlich noch was anderes möglich. Aber ist auch ganz schön frech. Ist nicht Zirkus Halligalli Pro7? Und die haben das ZDF so entblößt. Aber wenn es halt geht, ist ja selbst schuld. Was für eine Scheiße ist das denn? Einfach Bullshit, dass sie einen neuen Preis erfinden, damit sie ihn da haben können. Ich hasse sowas. Dumm. Und Betrug, das ist der wirkliche Betrug. Verleihungen nehmen sich selbst häufig schlichtweg zu ernst. Lorenzo von Watton, genau, ja, das ist um so richtig. Eigenes Image. Genau das Je bekannter und renommierter die Gäste, desto besser. Dabei sollte eigentlich die Wertschätzung von Künstlern im Vordergrund stehen. Wir haben in Deutschland tatsächlich wirklich super Schauspieler. Und ich finde, dass die Aufmerksamkeit tatsächlich den deutschen Schauspielern gebührt und nicht Hollywood. Die Goldene Kamera hatte bereits vor Gosling Gate zum Beispiel den jungen Mann ihn. Er ist eigentlich Koch, aber er ist der Ryan Gosling-Schauspieler. Mit sinkenden Quoten und schwindender Relevanz zu kämpfen. Ebenso wie viele andere Awardshows. Die Oscars, Grammys und Emmys werden auch von immer weniger Menschen geschaut. Die Formate wirken teilweise aus der Zeit gefallen, als würden sie zwanghaft einer glanzvollen Vergangenheit hinterher trauern. Man erinnert sich am Ende oft nur an die vielen Skandale, die das glamouröse Image zermürben. Wie lange ist eigentlich der Slap her? Wie lange ist der Herchat? War es letztes oder vorletztes Jahr? Weil der Slap ist irgendwie, der ist ikonisch geworden. Das heißt, locker werden Leute nochmal mehr gucken, weil sie hoffen, dass nochmal jemand geslappt wird. Das war letztes Jahr? Das heißt, dieses Jahr wird es nochmal einen Slap geben. Das heißt, die Zuschauerzahlen werden explodieren, weil alle auf den Slap hoffen. Yo, Taylor, Beyonce had one of the best videos of all time. There's a mistake. Moonlight, you guys won best picture.
Cheers. Wenn du Tschüss sagen sollst, in Hamburg sagt man Tschüss. Was nochmal? In Hamburg sagt man Tschüss. Wo war das? Ich will es nochmal hören. Es war zu schön. Das ist ein zu gutes Videoende. Ryan Gosling. Und widme Joko und Klaus. Hat keine Preis. Herzlichen in Dank. In Hamburg sagt man Tschüss. Ludwig verliert. Geil! Meine Fresse, was für eine Legende. Und dann sprintet er raus, keiner weiß, was er machen soll. Und glaub mir, der Moderator will ich da nicht gewesen sein. Was machst du dann? Du weißt, du wurdest gerade komplett gescammt, aber du musst es überspielen. Und du kannst es nicht seriös tun, weil entweder du fühlst dich richtig scheiße oder du fühlst es selbst lustig. Eins von beiden. Also optimal wahrscheinlich für dich selbst Letzteres, aber für ZDF wahrscheinlich egal, was scheiße, aber schon. Ja, tschüss! Was eine Legende. Riesenpreis, herzlichen in Dank. In Hamburg sagt man Tschüss. Ludwig verliert keine Zeit. Er dreht sich um und eilt mit schnellem Schritt von der Bühne. Das Team und Ludwig hetzen aus dem Veranstaltungsgebäude. Das ist schon sehr, sehr geil. Also ich weiß nicht. Das ist schon sehr, 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 sehr cool. Vor allem auch, dass sie das einfach umgesetzt haben. Das ist einfach, da sitzen einfach so zwei Idioten und die sagen, dass wir machen und dann machen die das einfach. Weil die kriegen auch die Ressourcen, dass sie genau das machen dürfen, right? Die haben so eine absurde Idee und dann setzen das andere Leute für sie um, basically, für Joko und Klaas. Das ist voll geil.